muss ich dann aber darüber gehen, das ist ein bisschen gefährlich. Und das ist, ich habe immer ein bisschen Schiss davor, weil jede 10. Flasche explodiert dabei. Also das hoffen wir mal, bei dieser nicht passiert. Es gibt die Tradition russischer Husaren, die das offensichtlich in Paris dann kennengelernt haben, während des Reitens auf dem Pferd mit dem Säbel die Champagnerflasche zu köpfen. Wird heutzutage in Champagner auch manchmal noch gemacht, aber ist eine sehr heikle Geschichte. Probieren wir mal aus, ob es funktioniert. Dazu muss ich die Agraf wegnehmen. Aber schauen Sie mal, ich halte trotzdem, obwohl ich sie wegnehme, immer noch einen Korken drauf. Also diesen Respekt muss man immer zeigen. Dann braucht man ein Schlaginstrument. Geht auch ein schönes, großes Küchenmesser. Aber nicht unbedingt ihr schärfstes, weil hinterher sieht es nicht mehr so gut aus. So, und dann gehen wir wieder, genau, weil das ist jetzt wirklich ein bisschen hier rüber. Bleiben Sie da ruhig stehen. Gut. Richtig, Flasche schräg halten und dann mit einem kräftigen Schwung hier auf den Hals stoßen. Und dann müsste theoretisch, wie gesagt, alle 10 Flaschen passiert es nicht, aber bei 9 von 10 Flaschen platzt der Hals wunderbar weg und wunderbar sauberen Geruch, ohne dass was passiert. Und es wird ein bisschen ausspritzen. Aber falls noch winzige Scherben dran bleiben, fliegen die durch den Druck ganz automatisch weg. Und es ist jetzt gar nicht so viel rausgekommen, vielleicht ja, 30 mm. Ah, schauen Sie, hier sieht man das wunderbar. Wie der Ring einfach übrig bleibt. Da ist quasi eine Sollbruchstelle eingebaut.